Denn nun den Mann vorstellen, der für das Bodybuilding in Deutschland und den ganzen Lehrgang des deutschen Bodybuildings beeinflusst hat und für die heutige Veranstaltung mitverantwortlich zeichnet, unseren Präsidenten Albert Hussein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie als Präsident des Deutschen Bodybuilding- und Kraftsportverbandes hier in dieser wunderschönen Halle recht herzlich begrüßen. Und dass Sie heute die dritte internationale deutsche Bodybuilding-Meisterschaft erleben, ist das Verdienst eines Mannes, der die Initiative ergriffen hat und hat gesagt, wir brauchen zur deutschen Meisterschaft im Frühjahr als Höhepunkt im Amateursport doch einen weiteren Höhepunkt im Herbst. Und warum soll das nicht die internationale deutsche Meisterschaft sein? Sie ging über Frankfurt vor zwei Jahren, im letzten Jahr in der Heimatstadt des Initiators nach Pforzheim und ist heute jetzt hier in dieser wunderschönen Halle Johannes Brahms Saal im Karlsruher Kongresszentrum. Und der Applaus, dass diese Veranstaltung überhaupt erst ermöglicht wurde, soll jetzt von Ihnen gehen an den Landesvorsitzenden von Baden-Württemberg, Helmut Wagner. Verantwortlich für den Amateurbereich Süddeutschland, es ist Friedemann Uhl, Vorstandsmitglied des DDKV. An dieser Stelle noch schnell einen schönen guten Abend wünschen. Freue mich hier wieder in Karlsruhe zu sein. Die Lotte sind vorläufig genug gewechselt und ich glaube, wir sollten die Generalprobe für nächstes Jahr jetzt beginnen lassen mit der Juniorenklasse 1. Qualifiziert haben sich unsere deutschen Athletinnen und Athleten, liebe Zuschauer, ja auf den einzelnen internationalen Landesmeisterschaften. Die internationalen Teilnehmer über ihre Länder. Und ich darf von der Juniorenklasse 1, der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm, zur Kür auf die Bühne bitten, die Startnummer 1 vom Fitnesscenter Heldenberg, Mara Luca. Then I'll tell you. Oh, the world is moving right.
Toni Jansson. Mit der Doppel-Bizeps-Pose.
Grattissimo. Freiwillige Grußbote. Teachers in the
Johann Hanek. Danke schön. Thank you.
Grüße an die Juniorenklasse 2. Bitte warten auf Sie hinter der Bühne auf die Siegerehrung. Danke. Thank you.
Jürgen Kramhans. Dankeschön. Applaus für die Juniorenklasse 1.
Dankeschön. Alles, alles Gute. Die Herbstmeisterschaften sind gelaufen. Trotzdem, im Frühjahr geht es weiter. Und da gibt es natürlich für Rui Jalzin noch einmal hinter der Bühne warten. Ganz klar. Wir müssen noch zum Junioren-Gesamtsieger kommen. Das werden wir nachher machen, wenn wir wissen, wer in den anderen Klassen aufgebaut hat. Dankeschön fürs Mitmachen. Sechster Platz, der geht an die Startnummer 26 nach Nordrhein-Westfalen, Thomas Tutat. Der fünfte Platz an die Startnummer 24 nach Hessen, Johann Hanek. Der vierte Platz geht nach Hamburg an die Startnummer 30, Kara Hussein. Der dritte Platz, liebe Zuschauer, geht wieder nach Hessen an die Nummer 23, Roland Schorolok. Der zweite Platz geht an die Nummer 29 nach Rheinland-Pfalz, Marco Lorenz. Ja, liebe Zuschauer, damit ist die Entscheidung gefallen in der Juniorenklasse 2. Gewonnen hat als Klassensieger die Startnummer 21 aus Oppersheim für das Sportstudio Witzenmeier und Schwenk. Die Nummer 21, Joachim Witzenmeier. Auch hier herzlichen Glückwunsch an alle. Und ich darf jetzt wieder alle zusammen bitten, eine schöne Siegerpose zu zeigen. Juniorenklasse 2, dritte internationale deutsche Meisterschaft 1988 hier in Karlsruhe. Aber das dürfen ruhig alle applaudieren. Dankeschön an die Teilnehmer. Vielen Dank. Und Joachim Witzenmeier weiß natürlich auch schon wieder Bescheid. Hinter der Bühne noch warten. Auch der fünfte Platz geht nach Bayern, an die Nummer 33, Stefan Sorge. Der vierte Platz geht nach Hessen, die Nummer 39, Jürgen Hahnans. Der dritte Platz geht in den Norden Deutschlands, an die Nummer 43, nach Schleswig-Holstein, Frank Schmidt. Der zweite Platz geht an die Startnummer 34, nach Nordrhein-Westfalen, Günther Schwierkamp. Und damit, liebe Zuschauer, ist auch in der Junioren-Klasse 3 die Entscheidung gefallen. In der Runde bleibt der Klassensieger am Sportstudio Reutlingen Nummer 38, Keren Tüfeng. Herzlichen Glückwunsch, nicht nur von unserem Verbandsarzt, sondern auch von uns allen. Und mit einem Riesenapplaus möchten wir Ihnen gratulieren. Und Sie zeigen uns bitte noch einmal eine schöne Frontpose. Junioren Klasse 3. Ja, vielen Dank. Dankeschön an die Teilnehmer. Und ja, tschüss. Thank you.
Alter. Vielen Dank. Das waren die drei Klassensieger. Vielen Dank. Wir dürfen noch einmal hinter die Bühne gehen und dann werden wir gleich das Ergebnis haben. Sie ist gefallen für die Nummer 21. Ja, das wird eine große Freude sein. Für deinen Bruder, Joachim Kitzenmeier. Er ist der junge Gesamtsieger bei der dritten internationalen deutschen Meisterschaft 1988. Eine ganz besondere Freude, meinem Bruder hier zu gratulieren. Ich bin froh, dass ich nicht im Kampfgericht heute gesessen bin. Und ich habe 1980 den Deutschen Meisterschaft Gesamtsieger geholt. Und es ist ein ganz tolles Erlebnis. Ich bin ganz aufgeregt, wie wenn ich selbst gewonnen hätte. Vielen Dank, Joachim, für diese Show, diese Leistung heute Abend und für deinem Bruder die Gratulation dazu. Ja, danke schön, Herr Reiter von Maastricht. Joachim! Stell deinen Preis noch einmal ab. Du weißt, was jetzt kommt. Es ist eine süße Pflicht für die Gesamtsieger von der Startnummer 21, hier noch einmal die Tür zu sehen. Bitte schön, unser junger Gesamtsieger 1988, Joachim Kitzenmeier.
Dankeschön, Ingrid Kroger. Dankeschön, Christine Winter.
Dankeschön, Gudrun Kastner. Schnellen Ball. Dankeschön.
schön, wirklich, Oberst Kleinbeck. Thank you.